Hallo und herzlich willkommen auf dem Holsteinring in Brokstedt. Für diese Rennveranstaltung haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Verein hat natürlich hier großartige Arbeit abgeliefert, das Stadion in einem vollen Glanz erscheinen lassen. Und natürlich EMR Marketing, die Firma, die dafür sorgte, dass die Medien auch richtig mitbekommen. Was ist da am 1. Mai los und worum ging es hier bei dem Spätwehrrennen in Brokstedt? Es ging um diesen Jungfahrer, 15 Jahre jung, Adam Bettner. Jetzt haben wir den Mann hier, Frank Conradi, selbst jahrelang ordentlich Gas gegeben. Und du kümmerst dich natürlich jetzt so ein bisschen um diesen jungen Fahrer und hast mich gefragt, ob ich mal ein Auge drauf werfen kann. Und das wollen wir heute machen. Und dann werde ich natürlich versuchen, seine Schwester spricht perfekt Englisch, die Schwester vom Vater. Und dann wollen wir mal versuchen, ihm heute ein paar Tricks zu verraten, ne, Frankie? Ja, auf jeden Fall. Ein paar Tipps kann er auf jeden Fall gebrauchen. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was hoffentlich verändert, was gut ist. Und ja, wir schauen mal, dass du erstmal siehst, wie er überhaupt fährt. Du hast bis jetzt ja nur auf Videos gesehen. Na, und man muss ihn erstmal fahren sehen und dann kannst du bestimmt sagen, was man vielleicht anders machen kann. Und du weißt ja, jede Hilfe und hilft einem weiter. Ne? Genau. Und um diesen kleinen Wunderknaben kümmert sich jetzt unser deutscher Spätwehr-Weltmeister Egon Müller. Die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt kriegen wir noch mal ganz schnell zu fassen. René, ja, man beobachtet die letzte Zeit, du stürmst ja von Erfolg zu Erfolg. Ne? Überall neuen Knick, überall bist du vorne mit dabei. Neues Maschinenmaterial oder ist es die Einstellung? Oder kommt jetzt die Erfahrung zustande? Ich glaube, viele Faktoren spielen da zusammen und momentan läuft es einfach, ist schön, aber es ist halt der Sport. Es, ne? Kann ein Tag so sein, ein Tag so. Und ja, neuer Knick war super, Kloppenburg gestern war auch wieder super mit Maximum. Ja, weiterarbeiten, weitermachen. Material haben ein bisschen was gewechselt. Mit den Jungs haben wir abgestimmt, die wissen, wie ich funktioniere, die können sich auch mich abstimmen. Und ja, momentan läuft es einfach, positiven Vibe, positiven Schwung mitnehmen und weitermachen. Aber heißt ja nicht, dass es ein Dauerauftrag ist und das immer so bleibt. Nackenschläge werden auch wieder kommen, damit umgehen und weitermachen. Wie es im Rennsport ist. Wir werden ein Auge drauf halten heute. Dankeschön. André Pollin, Vize-Weltmeister auf der Langbahn. Immer schön, dich zu sehen. Ja. André, das Wetter passt alles. Hast mal geguckt, wir haben doch mal über unser Comeback nachgedacht. Wie weit bist du da mit deiner Entscheidung? Also mein Training läuft noch nicht so ganz offiziell. Das mache ich, wenn dann ganz heimlich. Ja, Egon, dann müssen wir noch mal richtig drüber schnacken, ne? Über die Gage und so weiter und so fort. Da kennst du dich ja mit aus. Ja, aber du, André, das tut mir leid, aber es ist nicht mehr so wie früher. Nee, hier kannst leider du nichts mehr abgreifen bei dem Verein. Das stimmt. Da ist nichts mehr zu holen. Du kannst nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Aber wir hatten eine geile Zeit, ne? Auf jeden Fall, das hat unheimlich volle Spaß. Volle Häuser. Wenn irgendwo unter 10.000 Leute waren, haben wir schon eine Fresse gezogen. Ne? Oder? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir hatten noch Publikum. Haben wir sie verjagt? Also ich war auch noch an der Grenze, wo das dann bergab ging. Genau. Ne? War ja, wir freuen uns auf das Rennen heute, ne? Ich auch, danke, Ivan. Martin Gröger, Mensch, jetzt trudeln hier so immer mehr alte Rennfahrerkollegen ein. Was ist deine Aufgabe heute? Ja, ich bin der Wassermann, auf gut Deutsch gesagt. Der Waterman. Ich habe zu sorgen, dass die Bahn immer schön feucht ist und auch gut hält dadurch. Ja, genau. Und jetzt trudeln auch schon die ersten Gäste ein, da kann man schon ganz froh sein. Da sind schon die ersten Fans, die haben sich schon mal für das Training hier ein paar Plätze gekriegt. Das Team um Max Tilger ist natürlich hier voll im Einsatz und gerade eben noch eine Banane verschlungen. Hier ist ja unser Vorzeigesportler Max Tilger. Also ich bewundere dich, mein Lieber, wie du das alles so machst. Schade, dass du 20 Jahre oder 30 Jahre zu spät geboren bist. Bei deinem Aussehen und bei deinem Fahrtalent würdest du früher nur von einer Bravo-Geschichte, von einer ZDF-Love-Story oder irgendwas in irgendwelchen Sendungen auftauchen. Aber du bist so auch zufrieden, ne? Ja, natürlich sind wir zufrieden. Läuft alles und jetzt wichtig, dass wir heute einen Heimsieg einfahren und dann passt das schon alles. Aber Max, ganz ehrlich, jetzt so die letzten Jahre da, hattest du auch manchmal nicht so ein großes Glück mit Verletzungen und so weiter. Das hat dich manchmal richtig zurückgehauen, ne? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe fast das ganze letzte Jahr verpasst. Ab Pfingsten an war meine Saison eigentlich beendet. Von dem her hing ich so ein bisschen hinterher, aber wir versuchen das Beste.
Wir drücken mal heute die Daumen und werden mal gucken, was du so heute anstellst. Dankeschön. Viel Glück. Danke. So, wir haben jetzt hier einen Ex-Rennfahrer. Ja, Rüdiger Knack. Ja, sein Leben lang gearbeitet, geschuftet. Und jetzt sagt er sich, okay, Fahrer, die es nötig haben, die kann man auch mal ruhig mal unterstützen. Und du bist jetzt auf dem besten Wege aus Amerika gerade zurückgekommen. Worum geht's heute? Ja, hallo, ich grüße dich. Frank hat mich angerufen und ich habe mich gleich ins Flugzeug gesetzt und bin von Charlotte, South Carolina, hier rüber geflogen, um mir das Rennen mit Boba anzuschauen. Und wir wollen ein Sponsoring hier machen. Natürlich mit den besten Motoren, die es in Deutschland zu kaufen gibt, wollen wir hier den jungen Mann, der ist 15 Jahre alt, vorantreiben. Ich habe jetzt schon viele Videos gesehen und heute sehe ich das erste Mal live und hier steckt ganz viel Know-how hinter. Hier ist ein vierfacher Weltmeister, der mit seinen ganzen technischen Sachen heute schon mal anfängt hier zu unterstützen. Und das freut mich einfach zu sehen. Und ja, ich bin gespannt, was so passiert. Dankeschön. Die Internetmedien wie Facebook, Instagram, Twitter und YouTube wurden massiv bearbeitet und keine Möglichkeit ausgelassen, diese ja fantastischen Verteiler zu nutzen. Die Suppe kommt ja hier wohl mächtig gut an, was? Oh, hättest du eben hier sein müssen. Ja. Die ersten Beschwerden sind schon eingegangen. Ja. Gestern noch auf Facebook gesagt, ich muss eigentlich mal meinen alten Freund Jürgen Baumgarten mal wieder besuchen. Jürgen, toll, dass du mal wieder nach Brockstedt kommst. Mit welchem Ferrari bist du denn heute da? Mit dem SF90. Oh. Der ist ja noch wilder wie mit dem, wo wir letztes Mal unterwegs waren, ne? Ja. Aber da steige ich nicht mehr ein. Warum? Ich konnte zwei Nächte nicht einschlafen. Du hast dich schon 8-mal angemeldet bei mir, um Eis zu essen. Ja. Und? Das machen wir. Diesen Sommer klappt es. Aber nicht irgendwann zur Beerdigung, weißt du? Besser nicht. Jürgen Baumgarten, der erste Mensch, der von der Skispflanze mit einem Motorrad gesprungen ist. Und hier auch in Brockstedt. Herzlich willkommen. So, jetzt geht es da langsam Richtung Rennen und da ist ja Wahnsinn. Hier ist Max, mein Max, ja, Maximilian Pott. Und hier ist der Schlachtermeister und der steht hier jetzt vor einer Schlange, das müsst ihr eigentlich noch kennen von früher. Aber richtig, das ist ja wie zu DDR-Zeiten. Ja, ne? Und die hört gar nicht mehr auf, die Schlange hier. Heute hier so viel los ist, Mann. Ja, und freust dich auf das Rennen? Na klar, freuen wir uns. Ja, schönes Wetter. Du kriegst auch noch einen Preis für die weiteste. Du hast gute Laune, Egon. Du kriegst hier den ersten Preis für die weiteste Anreise aus Schwan. Könnte sein. Ja, da frage ich mich doch mal. Das ist schon eine Weile her, dass man sowas gesehen hat hier. Holsteinring, Brockstedt. Na, das war doch mal eine tolle Idee hier. Eins Rühmann-Eis und man sieht, die Schlange ist ja richtig lang hier. Halleluja. Herzlichen Dank und ich glaube, du hast auch sehr dazu beigetragen, dass wir Bundesliga wieder hier in Brockstedt verfolgen können. Also richtig super. Schönen Dank dafür, Michael, und all deinen Mitstreitern da. Weil ich glaube, da haben wir alle drauf gefiebert, dass wir hier wieder Bundesliga-Rennen sehen können. Traditionell am 1. Mai. Wer das gute Wetter bestellt hat, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich bin ich dafür zuständig, aber ja, gut. Ja, nur die Buchstäder gewinnen. Also, in diesem Sinne, viel Spaß. Ja, Clemens, kurz und trocken, so muss es sein, wie in der Politik. Vielen, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Fans, Sie haben es vielleicht im Programmheft gelesen. Wir haben eine neue Kooperation. Ja, wir haben vor 1,5 Jahren einen Verein gegründet für hilfsbedürftige Kinder. Also sprich Kinder, die benachteiligt sind, ob jetzt gesund. Richtig coole Geschichte. Ja, das andere Gründungsmitglied hat heute Straftraining, ne? Gestern 3-0 verloren. Nein, aber wo sind die Fans von Holstein Kiel? Ja, die gibt's. Also, ja. Verbunden mit dem MSC Brockstedt. Herzlich willkommen, Thorsten Jone! Ja,
Herr Bürgermeister, ich weiß gar nicht, wie oft wir beide hier schon gestanden haben. Für mich ist immer der 1. Mai, ja, ich kann das zählen, 26 Jahre. Für mich ist der 1. Mai immer so das Opening der Motorsportsaison. Der 1. Mai und dann geht's los. Und ich freue mich ganz besonders, dass der MSC Brokstedt da an mich gedacht hat, der Michael mir eine Einladung geschickt hat. Und ich bin natürlich gerne hierher gekommen. Du sagst, Urlaub unterbrochen ist, damit mache ich mal alle neidisch. Ich bin gerade vorgestern aus Spanien zurückgekommen, 5 Wochen bin ich dort gewesen, wollte eigentlich noch länger, aber, und jetzt kommt die Werbung, ich war der Meinung, dass heute am 1. Mai der Goldhelm hier ausgefahren wird. Und da habe ich mich dann eines Besseren belehren lassen, das ist eine nationale Veranstaltung, Goldhelm ist international. Und so darf ich alle motivieren, die hier sind, und ich freue mich, dass die Hütte hier wirklich so voll ist, am 4. Juni hier vor Ort zu sein. Seit über 20 Jahren gab es den nicht in Schleswig-Holstein und ich habe es geschafft, ihn hierher zu holen. Und Michael im letzten Jahr hatte Tränen in den Augen, als ich ihm sagte, wir fahren hier den Brotting Goldhelm aus. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, da werde ich dann natürlich auch dabei sein. So, und in diesem Sinne, Bürgermeister schon gesagt, die Besten mögen gewinnen, also Brock steht die Haube ganz hoch. In diesem Sinne. Thorsten, vielen Dank. Relativ traurig an für uns, denn am 25. Februar verstarb im Alter von 74 Jahren unser Gründungsmitglied und unser langjähriger Vereinsvorsitzender, 28 Jahre am Stück, erster Vorsitzender, Wolfgang Herbig. Wolfgang hat wirklich alles gegeben für diesen Verein und ich sage es ganz ehrlich, wenn es Wolfgang nicht gegeben hätte, würden wir heute nicht hier sitzen. Liebe Fans, ich möchte euch bitten, uns einmal von den Plätzen zu erheben. Wir wollen unserem langjährigen Vorsitzenden, unserem Gründungsmitglied Wolfgang Wagel noch einmal in die Länge. Ein hammergeiles Rennen. Und unseren Wikingern am Ende mindestens einen Punkt mehr. Viel Spaß! Mats Hansen und da gibt es einen leichten Aufsteiger von Jonas Jeppesen an der 4. Position, Klaus Wissing, aber die sind eng dabei. Klaus Wissing, der Anlauf, setzt sich an die 3. Position. Das sieht sehr, sehr gut aus, aber was war das für ein Start von Peter Jung, der hier alle Register gezogen hat. Aber Mats Hansen, er ist da noch gleich auf. Das ist noch nicht gut. Da wurde der Konter gefahren. Das Ding ist heute durch und Mats Hansen nimmt am Maß. Was für ein Hammer. Auftritt hier von Mats Hansen. Das Rennen vom Start weg und von außen. Jan Quecht, die beiden Wikinger sind vorne. Und das machen sie natürlich. Es sieht man hier vorne. Sie sagen, was er mal ist.
Sandro Wassermann kommt jetzt aber nochmal ran. Jan Quech und René Bach beziehen hier alle Register und sichern hier den 5:1 Erfolg. Von außen schützt dann die zweite Position, aber in Führung liegend im Moment Peter Jung. Jetzt kommt auch Klaus Wissing. Also Peter Jung in Führung, dann Klaus Wissing, Max Dilger und Adam Bettner. So sieht es im Moment aus. Flott unterwegs, also wirklich mit ganz viel Speed dahinter. Klaus Wissing und Max Dilger, der jetzt aufpassen muss. Adam Bettner, der versucht da innen anzugreifen, aber Max Dilger hält dagegen. Max Dilger verteidigt da den Punkt, den dritten Platz. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aktion hier. Peter Jung in der führenden Position. Die letzte Runde wird angezeigt. Also im Moment sieht es aus. Letzte Runde und Max Dilger, der muss hier natürlich aufpassen, dass Adam Bettner jetzt hier nicht nochmal zum Zuge kommt. Da sind sie gleich auf. Letzte Kurve, aber Max macht das ganz gut. Jetzt haben wir eine ganz viel Spiel drauf. Und da fängt Adam Bettner doch noch Max Dilger ab. Adam, this is your first point international between the top riders, and that's a good job, really good job. Frankie, das war eine geile Vorstellung. Ne? Er kam bloß nicht aus dem Start richtig raus. Aber dadurch lernt er. Aber da werden wir dran arbeiten. Die alte Sprecherkollegin. Ja, ja. Und wie geht's dem Wischow? Achso, Wischow weiß ich nicht, keine Ahnung. Nicht. Wie sieht's aus mit den Zuschauern hier? Super, wa? Sieht super aus. Da guck dir das mal an hier. Alles Fans von früher mal wieder da. Könnt mal hier im Club. Was ist mit euch los hier? Ja, was ist hier los? Habt ihr keine Betten zu Hause oder was? Das ist ja Wahnsinn, wie voll das hier ist, wa? Schön, ne? Wir wollen Egon singen. Was ist los mit euch? Warum sitzt ihr nicht bei euch im Garten? Im Garten ist das doch viel schöner. Was sitzt ihr hier alle rum? Sogar ein Schwan hier, der weiteste Anreisepreis. Eine goldene Salami für den Schlachter aus Schwan. Wir wollen uns mal mit Dreck beschmeißen. Was ist los? Wir sind eng zusammen.
stark am Leben. Und sagen wir das mal, so, Stefan Wem, was sagen wir denn jetzt zu Egons neuen Schützling, Adam? Ja, war geil, ne? Ja, mit 15 Jahren. Wenn auch für den falschen Verein, leider. Mit 15 Jahren. Im macht er gut. Verein, ja. Das kannst du so sagen, aber macht richtig Meter, ne? Ja, war schon klasse. Ja, wir haben den ganzen Vormittag an der Zündung rumgebastelt, alles nichts lief, nichts eingestellt. Deswegen hat man dich nicht gesehen. Genau, aber jetzt läuft es, ne? So, und jetzt, Edika, wo bist du? So, lohnt sich das jetzt, diesen Adam zu unterstützen, den 15-Jährigen? Auf jeden Fall lohnt sich das, den unterstützen. Nichts geändert, alles nein, so wie eben da. Ne? Ja. Super. Jetzt wo startet der? Welcher Startplatz? Auf Blau. Auf Blau, okay. Deutschlands einziger Speedway-Weltmeister Egon Müller wurde beauftragt, diesen jungen Fahrer zu beraten, seine Maschine technisch einzustellen und mit ein paar wichtigen Tipps zu versehen. Frankie, wir haben nicht viel verkehrt gemacht heute, ne? Alles richtig. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Heil nach Hause fahren. Genau, aber er ist auf dem besten Weg. Aber du siehst ja, wenn man so fährt, kann auch was schnell passieren, ne? Genau. Und er ist 15, er lernt. Er lernt. Yeah.
Hansen. Wassermann an der vierten Position, der sich da jetzt auch noch so ein bisschen rausdreht. So, also jetzt heißt es hier Schaulaufen für unsere beiden Wikinger, die hier wirklich nochmal unterstreichen, was hier heute Phase war. Jan Quech und Mats Hansen in Führung. So, Mats Hansen und Peter Jung, also ein geiles 5:1 nochmal zum Ende. 3 Punkte für die Startnummer 4, Jan Quech, 2 Punkte für unsere Nummer 1, Mats Hansen und 1 Punkt für Peter Jung in der Addition 5:1 zum Abschluss. So, Startnummer geht nach oben. Den Weg an die Spitze. Ei, und da kommt es zum Sturz. Adam Bettner. Rote Flagge, Abbruch, rote Flagge. So, Startbahn geht er dort nach oben. Und wir sind gespannt. Ein Moment ist es da. Jonas Henderson, der da im Führung geht und von außen kommt. Adam Bettner an die zweite Position. Also, da hat ihn der Sturz in keinster Weise aus der Hand genommen. Klaus Rissig und Redebach dahinter. Aber Klaus Rissig, der kämpft sich daran. Aber das war natürlich ein Superstar von Jonas Jeppesen für die Güstrow Toros, die hier in Führung liegen. Klaus Rissig an der dritten Position hängt dahinter Adam Bettner und findet da keine Lücke oder die Möglichkeit, da richtig anzugreifen. Letzte Runde. Und es geht in der Reihenfolge hier um die Bahn. Jonas Jeppesen, der hier nochmal alle Register zieht in diesem Lauf. Und da gibt es irgendwie Probleme bei René Bach, der da hinterher rollt. Okay, also. Da haben die Toros nochmal einen rausgehauen. So, meine Damen und Herren, liebe Fans, hier sind sie. Hier sind unsere Wikinger. Sabrina Harms und ihr Team. Mats Hansen, René Bach, Klaus Wissing, Jan Quech, Max Silger und René Dettens. Was? Ich hab was versprochen. So, nochmal ein Riesenapplaus für die Teams vom MC Güstrow und den siegreichen Wikingern für uns aus Brokstädter Sicht. Echt ein cooler Saisonauftakt. Ja, ein Grund zum Feiern. So ist der 1. Mai doch hammergeil. So, liebe Fans, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ein cooler Auftakt in den Mai. Kommt gut nach Hause, bleibt auch noch ein bisschen hier. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Bier. Das muss weg. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle am 4. Juni wieder zum internationalen Rennen um den ADAC Goldhelm hier bei uns auf dem Holsteinring. Bleibt gesund und munter, kommt gut nach Hause. Und ich sage Tschüssi, euer Schumi. Und der Erfolg gab uns selbstverständlich recht.